Jo, herzlich willkommen im neuen Video, im neuen Spezial. Ich zusammen mit... mit Töchterchen Tabea. Wir haben wieder ein Fahrrad gekriegt. Das wollen wir zusammen aufbauen. Und zwar hat mir Mockwheel mich angeschrieben, ob ich für den Fahrrad testen könnte. Und das habe ich zugestimmt, weil für ihre Mutter und meine bessere Hälfte auch noch ein Fahrrad fehlt. Meine Mama heißt Andrea. Genau. Für Andrea. So, was haben wir gekriegt? Ein Mockwheel Basalt ST. ST steht für einen tiefen Einstieg. Genau, und mein Wunsch war ja den tiefen Einstieg und in Farbe Orange. So, dann wollen wir mal gucken, ob das auch so ist, wie wir das bestellt haben. Dann packen wir das mal im Aus hier. So, dann wollen wir das eben auspacken hier, was wir hier Schönes haben. Ja, genau. Und die Katze ist die hier. Und die Katze ist dabei, ne? Ja. Und die Katze ist dabei, die Freundin, ne? Sina ist es. Ja, Sini. So, Katze runter. Alles gut? Alles gut. Papa, eine YouTuberin heißt auch Tabea. Ja. Ja. Yeah. Mm. This is it. Mein Gott, du heilige Macarena. So sieht das in der Verpackung aus. Alles ja. Verpackt. Da passiert nichts. Das ist schon mal Tobi. Oder geht das weiter hier? Müll. Müll schmeißen wir erstmal dahin. Müll kommt dahin. Kommt dahin. Fette Reifen wieder. Das sind alles hier fette Reifen. Dann hier holt die Kamera mal rum. So? Genau. Ich hole sie auch mal rum. Schon mal eine schicke Packung. Da sind, denk mal, Ladegerät und Kleinzeug drin. Das gucken wir gleich an. Hätte sich aus, dass es fast schon aufgebaut ist. Ein bisschen müssen wir noch machen. So, jetzt fehlt mir aber noch. So, weg. Ausgepackt haben wir es soweit. Jetzt werden wir den kleinen Karton auspacken und gucken, was da so drin ist. Magst du halten? Ja, hallo. So. Das Paket. In das Messer haben. Holla. Noch nicht fest. Auch noch nicht. Halten wir in der Hand. Aber es ist riesig, also. Riesig. Da gucken wir mal, was hier Schönes drin ist. Ja. Werkzeug. Genau. Aber vernünftig eingepackt, wie im Laden. Bedienungsanleitung. Hoffentlich ist es wieder nicht Englisch oder eine andere Sprache. Das gucken wir mal. Pedalen. Das ist wichtig. Was ist das? Sogar eine kleine Luftpumpe. Süß. Süße Sachen sind süß. Schreibt mal gern unten bei der Kommentare, dass ihr auch kleine Sachen süß findet. Genau. Ich glaube, der kommt hier so oben drauf. Und dann haben wir eine kleine Luftpumpe. Denke ich mal, ne? Ja. Passt. Also, eine kleine Luftpumpe dabei. Schraubenzieher. Braucht man keinen Schraubenzieher holen? Doch. Nee, ist ja alles
so weiter bauen. Ja. Ne, dann können wir auch schon mal sehen, ob das Werkzeug was taugt. Lampe. Ganz viele Schraubis. Noch mehr Schraubis. Was ist da denn falsch? Vernünftige Schlüssel, Ringmaul, 18 und 15. Mhm. Paar Kabelbinder. Sprache lernen, genau. Noch ein hier Torx. Und dann gucken wir hier, glaube ich, ein Ladegerät drin. Weil da eine Kiste drin ist. Hoffentlich wieder kein Hut. Wenn das würde wieder so. Sag mal, das ist wieder ein Hut. Ein Ladegerät. Achso. Puh. Aber wir werden erstmal das Fahrrad zusammenbauen. Und dann testen wir den unter Strom. Genau. So, das legen wir jetzt beiseite und dann packen wir das im Maus. Aber dafür, dass es nicht so langweilig wird, machen wir dann Zeitraffer vorne. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry. Jo, 14 Tage später, 3 Wochen später. Ist schon eine Weile her. Wir sind noch immer bei diesem Fahrrad. Probefahrt habe ich eine kleine gemacht. Hatte die Kamera nicht dabei, aber wir sind schon sonst schon einige Kilometer mitgefahren. Da können wir mal gucken. Insgesamt da. Was sind wir denn schon gefahren? Machen wir mal ein Hello. 64 Kilometer sind wir schon gefahren. Ich und meine Freundin haben noch eine Tour gefahren und das war meine Freundin alleine unterwegs. Ja, weil für ihr ist das Fahrrad ja nicht bestimmt, darum auch mit dem kleinen Einstieg oder dieses ST-Modell. Ja, und hier, wie das so bei den Frauensleuten so ist, habe ich noch für das Fahrrad was gekauft. Und zwar ein Körbchen. Ein Frontkörbchen, das montieren wir eben dran. Und dann kann sie ihre Sachen nach vorne reinpacken. Genau. Im Moment rechnet das ziemlich. Oder es gab noch keinen einzigen Tag, wo es nicht geregnet hat. Von daher gucken wir, ob wir heute noch zusammen Probefahrt machen und sonst hier im neuen Video oder im Teil 2. Wir machen erstmal das Körbchen dran und dann hier schauen wir mal weiter. So, mit dabei beim Körbchen sind zweimal Verschraubung und Kabel für die Lampe, weil die Lampe, die kommt runter, die kommt dann vorne. Da kann man sehen, die kommt da wieder ran. Genau,
So, und dann wollen wir da den montieren. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So, ich habe euch immer auf dem Stativ gepackt. Wir werden erstmal das kleine Lämpchen da unten ausbauen. Weil im Moment kommen wir da ja noch gut dran. Was haben wir da denn? Das war, glaube ich, ein 5er, war? 5er oder 4er? Ich glaube, ein 5er war da. Jo. Den werden wir losschrauben hier. So, Stecker ziehen wir ab, weil da kommt ja die Verlängerung dran. Den legen wir beiseite. Der kommt da unten wieder dran. So. Fertig. So, nun können wir das Körbchen montieren. Schrauben sind da mehr bei, als was wir brauchen. Geht das so? Ein bisschen höher. So, dann könnt ihr mich auch sehen, wenn ihr wollt. So. Also mit Schrauben, das machen wir nicht mit geizig. Da liefern sie mehr Schrauben mit, als was überhaupt gebraucht wird. So, dann können wir erstmal die Verlängerung da aufstecken. Zack. So, der hängt schon mal. Oh, mein Mikro. Fand ich richtig geklemmt. So, den haben wir erstmal handfest zu. Können wir das andrehen, wo habe ich meinen kleinen Imbus. Den habe ich hier im Karton. Können wir die ganze Geschichte hier andrehen.
Das geht so noch mit dem Kabel. Oder geht das nicht? Müssen wir gucken. Das Kabel, ja, müssen wir wieder abnehmen. Kleiner Einbaufehler. Auch das kommt mal vor. Ich wundere mich schon, weil das Kabel ist im Weg. Das Kabel muss, müssen wir sehen, dass wir das irgendwie dahin kriegen. So ist besser. So. Ein Scheibchen ist weg, aber das ist egal. Nehmen wir es aus diesem Tütchen, weil wir brauchen ja dieses Kabel noch. Das reicht uns nicht bis da hinten. Wir müssen sowieso gucken, wo wir dann lang gehen. Unten lang. Muss ja schon. Wir gucken das gleich mal. Ich hole hier so ein Scheibchen raus. So. So. So können wir das andoktern hier. So, und hier ist Lampe habe ich dran. Jetzt können wir noch mal einen Lichttest machen, ob das noch alles so funktioniert wie das vorher war. Dann machen wir wieder an. Wieder das schöne Hello. Lampe ist hier. Und es funktioniert. Sehr, sehr schön. Dann fahre ich auch hier ein Körbchen dran. Genau, und dann kann sie da vorne ihre Handtasche und sowas reinpacken. Sehr, sehr schön. Auch schön verarbeitet, kann man echt nichts sagen. Schön massiv. Da sollte lange Freude dran haben. Genau. So, das haben wir soweit fertig. Das lief ja alles. Und nun gehen wir auf die technischen Details ein. Genau, was haben wir denn hier? Wir haben ein Mockwheel Basalt ST. ST steht ja für Step 2, für den niedrigen Eingang oder Durchstieg. Wir haben hier einen Elektromotor mit 250 Watt. Eine Kettenschaltung von Shimano, 7 Gang.
Genau. Hydraulische Handbremsen. Beidseitig hydraulisch. Wir können hier den Lenker einstellen in der Höhe oder wie der Fahrradfahrer das gerne haben möchte, kann er auf seine Bedürfnisse richtig einstellen. Genau, hier haben wir noch eine Klingel und nebenbei auch noch eine Hupe. Das ist schon kleiner, ja, was nennt man das? Kleines, ja, Mitbringsel. Hier haben wir schon einen Gepäckträger mit einem Holzbrettchen drin, eingraviert. Dicke Reifen, 26 Zoll, 4 Zoll breit, also sind wir ungefähr irgendwo bei zwischen 9 und 10 cm. Das läuft auch sehr schön auf der Straße, das kenne ich auch von meinen Fahrern. Wir haben hier eine Federgabel, die kann man da drehen, wir mit dem Lenker drehen um. Die kann man hier dann in der Härte einstellen bis so. Nur haben wir ihn ganz aus, nur fährt er ja gar nicht mehr ein, nur ist er blockiert. Und wenn wir ihn, ne, ganz umdrehen, dann haben wir den weichesten Federweg. Auf der anderen Seite, gehen wir mal wieder hin, können wir die Härte einstellen, wie hart er einfedern soll. Genau, und hier haben wir dann noch genau, hier können wir nochmal den Ladegerät anschließen und hier haben wir nochmal eine Buchse. Na, wie kriegen wir das auf hier? So, hier haben wir nochmal einen Stromanschluss, da können wir hier einen Wechselrichter mit einer Solarpaneele anschließen. Da hat man da ja, kann man unterwegs dann auch Strom laden oder Strom, glaube ich, sogar abzapfen, weil das Fahrrad dient auch als fahrbare Powerbank. Genau, hier haben wir den Schlüssel oder können wir den Schlüssel reinstecken. Da können wir den Akku rausnehmen, der geht nicht ganz raus, der geht so ein bisschen und dann haben wir hier so einen kleinen Hebel, den drückt man dann um und dann hat man den Akku dann in der Hand. Verarbeitung ist super hier soweit. Alles, wenn es alles in einem Guss ist. Bloß hier, da finde ich ein bisschen schade, dass man hier das nicht weitergemacht hat. Es war alles nicht schlimm, aber das hätte man noch ein bisschen wegschleifen können. Aber das ist ja, jammern auf hohem Niveau, würde ich dann sagen. Und mich stört das nun nicht, aber wenn man das schon alles in einen Guss macht, dann könnte man das ja hier weiter fortführen, denn, ne? Genau, was haben wir denn hier noch? Hydraulischen Bremsen von Tektro habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Die funktionieren super. Ja. Und sonst gibt es eigentlich weiter nicht mehr zu erzählen. Das funktioniert auch alles soweit. Hat uns bis jetzt die letzten Kilometer super begleitet, ohne Panne oder sowas. Genau. Nun können wir ja noch auf den Tacho eingehen. Ein schönes Farbdisplay. 64,5 Kilometer sind wir bisher gefahren. Hier die Nummer 5 sind ja die Fahrstufen, die kann man per Tastendruck einstellen, von 0 bis gar keine Unterstützung, bis 5 zu hohe Unterstützung oder volle Unterstützung. Drückt man bloß die Beine, dann ist man im Menü, sollte eigentlich gleich kommen. Genau, da kann man hier Helligkeit einstellen, Startmodus, Sprache und sowas alles, was man quasi öfter braucht. Die Helligkeit kann man in Stufe einstellen. Stufe 1 ist nicht so hell. Stufe 3 ist am hellsten. Genau. Da kann man wieder zurück im Menü.
Und dann drückt man alle drei Tasten, also die Pfeiltasten und die Lampe. Machen wir da mal. Dann ist man in den technischen Einstellungen. Da kann man das Fahrrad auch hier genau einstellen, wie man es gern haben möchte. Getriebeuntersetzung kann man da unter einstellen. Wir haben im Moment auf 30 Kilometer stehen, weil das fährt sich dann am schönsten, weil bei 25 dann ist der so ein, ja, dann schiebt, dann unterstützt er und dann ist man ein bisschen schneller, dann unterstützt er nicht mehr, das ist dann so ein, ja, so ein Hin- und Her-Wackeln mehr oder weniger, dann, ne? Nervt ein bisschen, darum haben wir ihn auf 25 stehen. Dann hat man noch so einen Puffer nach oben hin, denn, ne? Genau, das dazu. Und sonst hier haben wir einen schönen Griff. Mit so einem Gelpad. Fühlt sich auch schön wertig an. Und sonst ein schönes Fahrrad. Gefällt mir sehr gut. Und dann sehen wir uns im neuen Video bei der Probefahrt. Oder machen wir die Probefahrt jetzt noch mal. Es ist nur gerade von oben trocken. Dann schwingen wir uns jetzt drauf und dann drehen wir eine kleine Runde. Dann haben wir das auch schon. Das kann man schön einstellen. Es zieht auch gut ab jetzt. Guck, wir haben Stufe 5, nur können wir gut entspannt 25 fahren. Das läuft alles. Auch angenehm zu fahren. Da kann man sehen, was für ein Wasser hier runtergekommen ist. Das Fahrrad fährt sich ziemlich angenehm. Schön zu fahren, schön zu dosieren. Also es unterstützt bis zu 30 Kilometer, aber wir brauchen ja nicht so viel. Das ist ja der Vorteil von den Drehmomentabhängigen, da kannst du ja so fahren, wie es dann gerade passt. Ne? Als bei den Geschwindigkeitsabhängigen. Bei den Geschwindigkeitsabhängigen, dann drückt man ja so ein bisschen auf Pedal und schon schießt der ja los. Dann, ne? Das ist hier nicht der Fall. Also umso mehr man hier auf Pedale drückt, umso mehr unterstützt er ja, ne? Bis zur gewünschten Kilometeranzeige. Genau. Also die Bremsen sind super, die sind bissig, die halten. So, jetzt können wir wieder zurückfahren. Und die ausgiebige Probefahrt gibt es dann im nächsten Video. Da werde ich versuchen, das ein bisschen mit Drohne zu begleiten, dass man das auch von außen gut sieht. Ne? Und dann hier sehen wir uns im neuen Video wieder, im Teil 2 vom Mogwheel Basalt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.